Die Greta Thunberg also. Du heißt die. So habe ich es nicht. Die Greta Thunberg. Das heißt, wieder mal Probetraining erschnurren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Da habe ich immer gewohnt, die Leute auch so leicht austricksen. Hallo, grüß euch. Wir haben auch. Genau, ja. Warst du schon nicht da? Nein, wir waren noch nicht da, 100%. Das ist jetzt für Instagram, oder? Genau. Dann 14.19. Wegen Instagram, oder was? Da haben sie schon einige. Aber Probetraining gibt es gar nicht. Servus. 30 Euro für ja, einmal drin. Gefilmt, das checkst du nicht. Nur weil ich gefilmt habe. Gesagt, weil das haben schon so viele gemacht, die dann Videos gemacht haben und gesagt haben, sie kommen das erste Mal. Vorher wollte sie uns ein Probetraining geben. Und dann hat sie gesagt, für Instagram und so, ja, ja. Dann hat sie gesagt, ja, dann 14.19. Das ist mir aber auch noch nie passiert, dass, weil ich die Kamera mitgehabt habe, was zahlen habe müssen. War aber noch nie da. Pff, gehen wir ins andere. Probieren wir ins andere. Fitnesscenter Nummer 2 mit dem sehr kreativen Namen. Fit for Life. Schauen wir, ob es jetzt funktioniert. Fit for Life. Wir würden gerne ein Probetraining machen. Ja, was? Alles ist gut. Alles ist immer gut. Das kriegen wir hin. Das war ein sehr kurzes Training. Wir haben intervenieren müssen, nachdem die Lara allen Burschen im Fitnesscenter nachschaut. Ja, genau. Du, ich gehe dir eine Viertelstunde hinten nach und du da in der Sabber rausgehst, irgendeinem blonden Mädel hinterher. Das stimmt gar nicht. Hätte gar keine duschen sollen. Ich wollte nur wissen, was die für Sneaker anhat. Ja, genau. So ekelhaft und die war mit ihrem Freund dort. Mein Gott, was regst du dich da jetzt so sinnlos an? Stell dir mal vor, ich mach das so bei einem Mann, so dass man da sauber rausrennt. Okay, ja, das machst das du jeden Tag. Herzchen. Ich habe keine Mädchen im Fitnesscenter abcheckt. Hast du nicht? Na, die Lara hat allen Burschen nachgeschaut. Ja, dann kannst du es ja du auch machen. Nein, das stimmt, das nächste Mal mache ich das auch. Ich bin neugierig, wie viele Mahnungen das ich kriege. Keine, solange die Lara nicht hat. Die ganzen Strafen ist letztes Jahr gekriegt. Das war, wo die Lara gefahren ist. Aber ich hab's deckt. Das stimmt nicht, ich bin kein einziges Mal. Würde ich es auch sagen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Er lügt ihn, weil ich kenn den. Jetzt kürze ich Pedopeda eh schon mit P.Peda ab und trotzdem eingeschränkt. Ja, und nach so einer stressigen Nacht ist ein Frühstück natürlich was Leckeres, gell? Was war denn los in der Nacht? Du hast uns ja aufgeweckt. Erzähl einmal. Das war eine schreckliche Situation. Feuerwehr, Rettung, Notarzt, alles ist gegenüber in diesem großen Haus. Da gegenüber, gell? Ja, ich habe euch aufgeweckt, weil es so schrecklich war für mich. Hast du Angst gehabt? Ja, schon. Das ist Feuer übergreift das zu uns? Feuer. Es hat so herausgehauen. Ich weiß nicht was. Ja, war ein Riesenfeuerwehreinsatz. Wir sind ja mit der Leiter und alles raufgefahren und haben umeinander geschrien. Aber ich hätte nichts mitgekriegt, wenn du uns nicht aufgeweckt hättest. Ich hätte das beinahe verschlafen. Die Feuerwehr hat den Verletzten aus dem dritten Stock mit der Bahre, mit dem Kran herausgeholt. Ja, Wahnsinn. Action. Und ich bin vom Fenster gestanden, haben wir das angeschaut und gedacht, na, ich gehe wieder schlafen. Die Lara hat dann nie wieder einschlafen können. Deswegen ist das jetzt noch eine Schlafmütze. Jetzt werden wir gleich mal schauen, was die macht. Ich bin nämlich schon seit 8 Uhr morgens munter, um den Vlog zu schneiden. So, was ist da los? Bist du blöd? Hör auf, darfst du nicht. Ja, weißen Böck, Kaffee oder Tee? Limonade. Apropos Limonade, ich würde sagen, hinfahren durch und dann nach dem Fahren machen wir ein bisschen Après-Ski. Die Lara und ich saufen uns ordentlich an und du fährst im Auto zurück. Alleine. Nein, mit uns. Ja, dann bleibst du über Nacht drin und dann hol ich dir. Vielleicht holt mich die Feuerwehr und schreist wieder in der Nacht. Maximilian! Das ist so schrecklich, ist ja nicht jeden Tag. Passt halt so, kommen wir uns aus. Ohne euch. Da kennst du mich schlecht. Das heißt, du bist fertig, Oma? Ja, ich bin. Das ist dein Outfit of today mit den Yeezy. Der blauen Jacke schaut cool aus. Die blaue Jacke finde ich wirklich cool. Die würde sogar ich anziehen. Die werde ich mal, glaube ich, für ein Instagram-Foto ausbeugen. Soll ich sagen, wie alt das ist? Wie alt ist das? Also du hier 30 Jahre, 20? 30. Wahnsinn. Dass es passt, wenn du sagst, du musst zu Hause bleiben. Sehr gut, die Geschminkte ist auch schon fertig, oder was? Sei nicht so biss. Es tut mir weh, wenn es zu spritzt. Ich hab mir mal einen Kosenamen gegeben. Hat er einen Kosenamen? Ja. Mond. Dreh dich einmal um. Wo sieht man denn da hinein? Ah, so. So, nein. Wo schaltet man ein? Das filmt schon. Ich will einmal sagen, ist das warm? Das ist sehr warm, ja. Und beim Hals brauchst du nichts, was nein. Du... Ach so. Wo du immer Halsweh hast und Husten. Ich habe einen dicken Kragen bei der Jacke. Das ist genehmigt. Und Schal beim Mund? Brauche ich nicht. Nicht. Und den Helm hast mit? Habe ich unten im Auto. Ja, perfekt. Super. Super. Jetzt. Was ich alles kann, hm? Gehen wir dort hinter die Schiene. Das ist ja schon heiß, Oma, hm? Ja, sehr. Was du jetzt schon so eingepackt hast. Wichtig ist, dass das Skigewand warm ist. Jetzt geht's los, liebe Leute. Ab geht's auf die Hösts in Oberösterreich. Mein Gott, jetzt fährt da irgendein Trottel. Knappe Geschichte. Hörst, komm, schleich dich doch dahin. Nee, brauchst gar nicht deppert lachen, dass du weiterkommst, Trottel. Mein Gott, die haben alle keinen Stress in ihrem Leben. Alle nichts zum Hackeln.
Der bleibt da gemütlich hinten stehen. Sie haben gesagt, ja, er fährt eh gleich weg, er lässt ihn nur aussteigen. Und du hupst gleich. Er hat jetzt urgeschimpft. Ja, er so, hat dein Opa keine Zeit. Ja, der muss das wissen. In der Pension hat man keine Zeit. Da hat man Freizeitstress. Oma, das war da sicher gleich peinlich. Ich hab nichts verstanden. Yes. Wir nehmen die Autobahn. Area nehmen. Die Route wird gestartet. Wieso fährst du da? Du fährst immer so. Du fährst dann runter beim Eurocenter. Passt schon, mal, wir haben ja noch eine Cucumberlandstraße. Cucumber. So einen Vogel kann auch noch die Lehrer haben. Also wirklich. Ja, das checken nicht alle. Muss ich klären. Also, sie haben ja schon mal erklärt. Ja, aber. Ja, wer die Vlogshow kennt, was? Ja, stimmt. Der Rest kann scheißen. Ah, die Ski sind sehr gut gemacht worden. Stimmt, Oma, das wird dir heute taugen. Die schauen aus wie neu. Der Belag auch. Ja, super. Na, hoffentlich sind sie nicht zu schnell. Wir haben uns die richtige Woche ausgesucht. Strahlender Sonnenschein, keine Wolke am Himmel. Schnee passt auch, so kann es weitergehen, oder? Ja. Was geht's, ihr Skihasel? Let's go. Ich habe jetzt extra noch einmal meine Schönwetterbrille draufgefusselt. Also so eine Arbeit, wir frieren die Finger ab. Was ist? Das ist die Skiwetterbrille. War vorher so ein Glas oben? Ja. Das ist Schönwetter. Du verarschst mich jetzt. Ich verarsche dich wirklich. Ja, das ist jetzt ein Schneefall. Das ist für Nebel und Schneefall und so, ja, und das ist Schönwetter. Geh, das gibt's ja nicht, jetzt kann ich da. Weißt du, was das für eine Arbeit ist? Und da kommst du jetzt, ich frage extra noch. Das hat jetzt 10 Minuten gedauert. Ärgerlich, ich finde die eh deppert, weil man da die Augen sieht. Das ist überhaupt nicht witzig. So, hätten wir jetzt das zweite Mal fertig. Du hättest schauen können. Warum muss immer ich alles schauen, ob deine Schuhe bla, bla, da bla, sind, ob es die richtige Brille. Ich finde jetzt den Autoschlüssel nicht. Da ist er. So, seid ihr jetzt endlich fertig? Ja. Bla bla bla. Nur unnötig da Möwen anzufüttern. Der nächste See ist ewig weit entfernt. Während wir jetzt schon die überteuerten Karten besorgt haben, ist die Lara unterwegs. Unten beim Spar, die wollte noch geschwind Limonade einkaufen. Aber sie geben es ihr nicht, weil sie keinen Ausweis mit hat und sie ihr nicht glauben, dass sie schon 18 ist. Keine Limonade für Lara. Alter. Hast du jetzt doch Limonade bekommen? Wieso hast du es jetzt doch bekommen? Ja, weil ich auf meine Uni-Seite mich eingeloggt habe und sie urlang überredet habe. Limonade! Ja, steck's ein. Ja, ich kann nichts mehr einstecken, ich habe die Kuppel. Nein, du hast 9 Limonade. Es hat nicht weniger gegeben. 1, 2, 3. Lecker, das schmeckt. Da riecht's noch Salami, wenn du rülpst. Das Witzige wieder jetzt, die Oma hatte noch keinen Plan davon, dass ihre Ski bearbeitet worden sind. Sie hatte extra gesagt, bitte nur die Kanten schleifen, ich will nicht zu schnell fahren. Und jetzt hat sie die Racing-Beschichtung unten drauf. Mal schauen, wie das wirkt. Freust dich schon, Oma? Ja. Also meine zwei Boards sind schon mal perfekt gewachselt, oder? Das ist nur mal die Frage, wie hat sich die Oma da? Na Oma, wie gehen die Ski? Aber sehr schnell, gell? Ja. Das war ein Stahlseil. Fuck, Alter. Ich hab fast mein Leben genommen. Oh, fuck, das war knapp, Leute. Bei dem Speed. Wer weiß, was da passiert wäre. Schau mal, ich zeig dir mal was. Was hast du da gemacht? Das war ein Stahlseil. Ich bin Vollgas mit dem Schädel in der Stahlseil rein. Oh mein Gott, hast du dir weh dann? Es hat mich am oberen Helm getroffen, da bei der GoPro. Warum ist mir nichts passiert? Warum passt du mich so ein bisschen mehr? Ich hab das Stahlseil nicht gesehen, ich war viel zu schnell. Du hast gerade noch überlebt. Hör auf, sowas zu sagen. Mein Gott, da haben wir wieder mal ein Pech mit dem Wetter. Sicht ist schlecht, Schnee ist auch keiner. Mal typisch.
I doubt it. Ich bin gespannt, wer diesen Meme noch kennt. Liebe Leute, das war's mit diesem Vlog. Gott sei Dank habe ich es überlebt. Wem es gut gefallen hat, der lasst auf jeden Fall ein Like da. Es ist noch einiges mehr vorgefallen. Aber das gibt's dann wie immer im morgigen Vlog. Das war's von mir. Ja, also hat dein Opa keine Zeit.